Ey, tatsächlich kam heute schon hier die Ding. Ich hoffe. Also ich glaube, es ist die Grafikkarte. Grafikkarte ist drin. Aber wir wissen noch gar nicht, ob die reinpasst. Also doch reinpassen sollten sie. Kann auch sein, dass wir natürlich direkt wieder aufhören, weil irgendein Stecker oder so nicht funktioniert. Aber wir bauen jetzt einfach mal ein, das Ding, Alter. Wir versuchen es einfach. Ansonsten hole ich die Flex und dann wird das passend gemacht, die Angelegenheit. Erstmal hier Steckers ab. Also, Digga, ich glaube, kein Rechner heutzutage ist so schwer, Alter. Also, wir bauen jetzt erstmal die Schaus. Als alter Handwerkprofi hat man natürlich so billige Dinge für 3 Euro so ein Set. Qualität ist so zahnstochermäßig. Aber egal, als Fachmann, ihr wisst. Also, erstmal Stromkappen. Da fängt schon an. Erledigt. Ah, als hätte ich nie was anderes gemacht. Alte Mühle ist raus. Aber das Neue ist hier höher, ne? Muss ich dann das Teil vorne rausbrechen? Na egal, wir gucken mal. Packen wir mal hier das neue Gerät aus. Sieht natürlich anders aus von den Lüfters, oder? So, folgendermaßen. Also, hier sind ja schon 2 Blenden raus, ne? Ich lege euch mal kurz zur Seite. Das muss man jetzt ja hier mit voller Konzentration durchziehen. Also nochmal der Unterschied, Leute. Lüfter von der alten. Lüfter bei der neuen. Lüfter von der neuen. Lüfter von der alten. Alt. Neu. 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 Alt, was? Okay, wir fangen jetzt an. Habe ich euch schon mal die Lüfter gezeigt? Es wird verdammt nochmal ernst, Leute. Da dachte ich vorhin nicht so, ey, das passt nicht. Aber wie gesagt, ich glaube es erst, wenn es läuft, Leute. So. Nimm ich die untere Schraube, ne? Ich nehme die untere. Die hält dann alles. So, wir schrauben fest. Oh shit, ich hab's drin. Fachmann. Also. Beide Dinger hier drin, siehst du? Hinten Klappe zu, vorne Schraube drin. Okay, Leute, wir machen an. Bei uns beruhigen sich die Gemüter langsam wieder. Scheinbar sind alle eingedeckt mit Nudeln und... Ja, einfach chillen, einfach zu Hause chillen. Aber irgendwie flackert das Ding, wir gucken gleich mal. Einfach von links nach rechts belegen. Okay, ich check. Ah, okay, ich glaube, jetzt hat er den großen Schnauzer hier, oder? Die Auflösung müssen wir gleich umstellen wahrscheinlich, ja? Onkel Manni hat mir die empfohlen. Deswegen habe ich die bestellt, weil ich gar keinen Plan habe. Grafikkarten, hier. 3 aktualisieren. Automatisch nach aktuellem Treibersoftware suchen. Ja, Rambazamba. Bis jetzt ist er noch nicht abgeraucht. Ging seit Tagen, nee, seit gestern oder vorgestern immer an. Treiber werden heruntergeladen, wir warten jetzt. Bei uns gab es um 5 Uhr in der Nähe eine Razzia von einer Feier von Jugendlichen, wohnen in Bayern. Ernsthaft, Dicker? Die junge Leute nehmen das auch zu locker, Longa. Die nehmen das zu locker. Yes, yes, ja, ich rufe auf jeden Fall mal die Tage an. Ich bin gerade live auf Twitch, das ist so gerade... da darf man sich ja noch versammeln virtuell. Da sind wir gerade. Thailand war richtig nice. Erzähl ich auf jeden Fall alles mal. Ey Leute, es sieht wieder alles normal aus, Mann. Der Treiber für das Gerät Radeon RX. So. Also sieht alles gerade wieder normal aus, Leute. Wie viele haben mir gesagt, kauf dir einen neuen Rechner? Ey Leute, ich habe hier noch was zu versteigern. Eine brandaktuelle Grafikkarte. Lass mal irgendwas auf dem Rechner laufen. Twitch, YouTube, irgendwas. Dass dein Rechner das letzte Mal... Ja, okay, OBS. Ich mache jetzt erstmal das Seitenteil dran hier. Vielleicht ist ja auch die Wand hier kaputt. Das heißt, wenn ich die dran schraube, stützt er immer wieder ab. Wer weiß, Leute. Es gibt Dinge, die können wir nie, werden wir nie herausfinden. Wir schauen mal hier Pad auf Mute einfach, damit die Grafikkarte mal hier ein bisschen rasselt. Aber wie gesagt, ey, ich freue mich schon jetzt zu früh, Leute. Die letzten Male immer, wenn ich den Rechner auf hatte, habt ihr ja alle mitbekommen, nach 3-4 Tagen zup, abgeraucht. Also jetzt läuft OBS gerade. Parallel läuft Pad gemutet. Und wir machen noch ein YouTube-Video an. Und die Grafikkarte ist jetzt bei 49 Grad.
Wenn man denkt, die alte Grafikkarte war Ausgangstemperatur, ohne dass ich was anhatte, bei 50, 60. Bis jetzt ist, toi, 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 ist nichts abgestürzt. Aber auch Money, ne? Ey, Money. Allein den Tipp, auch die Grafikkarte, ich hätte nicht mal gewusst, welche ich hab, so, ne? Ja? Ja, genau, einmal eine Pizza Salami. Dann noch eine Liter Flasche Mezzomix. Genau, einfach vor die Haustür stellen, klar. Genau. Alles klar, bis dann, ciao.